Wir sind hier in der neuen Mainzer Location Halle 45. Auf 5000 Quadratmetern werden in Zukunft Konzerte und Partys stattfinden. Heute allerdings findet hier ein Street Food Festival statt und wir werden es mal ein bisschen durchtasten. Also das ist ein Guabao, ja, das ist ganz klassisch aus Taiwan, ist eine gedämpfte Hefeteigtasche und wird klassisch gefüllt mit Schweinebauch, Koriander und Erdnüssen. Wir haben es ein bisschen erweitert, also wir haben es so ein bisschen Crossover-Style gemacht. Ja. Ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen, hoffe ich. Wir sind gespannt. Okay, super. Ja, vielen Dank. Gerne. So, nach der netten Erklärung beiße ich jetzt noch mal rein. Warte mal. Also man schmeckt definitiv das karamellisierte Fleisch raus. Was gar nicht so schlimm ist. Das vom Gedanken her hört sich pervers an, aber da er das dem europäischen Gaumen angepasst hat, wie er sagt, schmeckt eigentlich ganz gut. Würde ich weiterempfehlen. Wir sind hier gerade beim Nachtisch und hier gibt es frittiertes Eis. Was das genau ist, sagt uns Ines. Es ist eine Eiskugel, es wird paniert mit Cornflakes, dann wird es minus 40 Grad tiefgefroren und dann kommt es nochmal in einen Teig rein. Das ist so ähnlich wie Pfannkuchenteig. Und dann wird es frittiert. Vor dem Stand steht geschrieben, alle sagten, das geht nicht, dann kamen wir und haben es einfach gemacht. Ich sage, ich habe noch nie ein cooleres Eis als das gegessen. Die Fleischesser sollten zufrieden sein, auch die Naschkatzen. Aber was mit den Veganern? Und dafür habe ich hier einen Falafel-Avocado-Wrap in der Hand. Die Avocado und die Falafel, eine sehr schöne Kombination. Aber was er nicht gesagt hat, was ich noch besser finde, sind die roten Beete noch da drin. So, hinter mir ist noch ein Stand aus Mainz und die verkaufen Low-Carb-Schokolade. Das ist Schokolade mit wenig Kalorien. Regi und Zoe haben die Schokolade für uns probiert. Und Regi? Ich finde sie auf jeden Fall sehr lecker. Und was meinst du, Zoe? 5,50 für eine Schokolade ist ein bisschen viel. Das war's auch schon vom Street Food Festival. Ich persönlich werde das Abendessen und morgen Frühstück erstmal auslassen. Euch kann ich es nur empfehlen, geht hin. Sonst viel Spaß und Bon Appetit.